Willkommen zurück zu Days Gone. Ja, nachdem wir jetzt hier in Cloverdale das Geheimnis gelüftet haben, woher die Seuche stammt, zumindest geht Sarah davon ganz stark aus, haben wir jetzt natürlich hier das nette Problem, dass wir hier jetzt einige Maschinen. Ein Nest haben. Aus, ja, das muss es sein. Die Frage ist, sollen wir den... Na? Oh, mehr Krähen, verdammt. Ja, da ist ein Nest. Hast du schon gesagt. Volles Schwarze. Na, also. Ich brauche Molly. Na, also. Verbrennt, ihr Mistviecher. Richtig, verbrennt. Brennt und brennt. Da, 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 da. Ah, da kommen wir nicht mehr ran, ne? Naja. Schade. So. Und jetzt breche ich die Tür da auf. Alles klar. Ich hier so ja niederlassen. Das sollte reichen. Muss ich persönlich so sagen. Boozer hier ist Deacon, kommen. Lost Lake Camp, ist irgendwer da? Deek, bist du das? Ja, Boozer, ich bin's. Hey, es ist schön von dir zu hören, Bruder. Ja, ich freue mich auch, dich zu hören. Pass auf, ich habe nicht viel Zeit, da die Forschungsanlage, in der Sarah gearbeitet hat, die beim Iron Butte, wo die Ripper waren. Du weißt, welche Anlage ich meine, ja? Also hör zu, hier ist Nahrung. Viel Nahrung, Mais. Also sag Ricky, sag Iron Mike, sie sollen wen schicken. Du hast sie gefunden? Was, du hast Sarah? Ja, ich hab sie. Boozman, ich hab sie. Das ist Wahnsinn, Deek. Wann bringst du sie zurück nach Lost Lake? Nein, lass uns jetzt nicht damit anfangen. Deek? Ja. Sag ihr... Passt auf euch auf, okay? Passt auf. Boozer. Ja. Lost Lake Camp, kommen. Ah, oh, verdammt. Lost Lake, kommen. Ricky. Okay, gut, pass auf. Deek? Ja, ich bin's. Hör zu, da ist... Ich dachte, wir hören nie wieder von dir. Iron Mike sagte, du kommst nicht zurück. Pass auf, ich hab nicht viel Zeit. Hör zu, da ist... Hast du sie gefunden? Ja, ich hab sie. Ricky? Das freut mich, Deek. Du hattest recht, wir haben's gepackt. Und sie zum Glück auch. Ja, okay, pass auf, da ist diese Farm, okay? Da gibt's Strom, da sind Elektrozäune. Elektrozäune, okay. Und wenn ihr herkommt, fragt Boozer, es ist, wo Sarah gearbeitet hat. Beim Iron Butte, er weiß, wo das ist. Wenn ihr herkommt, findet ihr was zu essen. Ihr findet richtig viel Essen. Okay. Wie geht's ihm? Gut. Du glaubst nie, wen Iron Mike zum Sicherheitschef ernannt hat. Machst du Witze? Wow, das ist toll. könntest du... Weißt du was? Hör zu, ich muss Schluss machen, Ricky. Bis dann, Deek. Weißt du was? Warte mal kurz, warte. Was du gesagt hast, das mit der Kerze, du könntest recht gehabt haben. Ich weiß. Ricky, Ende. Leb wohl, Ricky. St. John, hier spricht Corey. Wo sind Sie? Mir wurde berichtet, dass Sie den Kontrollpunkt am Thielsen-Pass passiert haben. Ja, Captain, es gibt eine Forschungsanlage in Iron Butte und
Und Sarah, Lieutenant Whittaker hat von einem wichtigen Gerät gesprochen, das sie braucht und dass es das nur dort gibt. Sie geht nicht an ihr Funkgerät. Der Colonel will wissen, wo... Hast du mit ihm geredet? Mit Boozer? Ja. Ja, ich sagte, dass es dir gut geht und mir gut geht. Und dass ich mich beeilen muss, weil wir noch irgendwie über den Pass müssen, bevor das Wetter umschlägt. Was meinst du? Ich weiß nicht. Das sieht nicht gut aus. Aber es ist ein Versuch wert, also versuchen wir's. Okay. Wetter. Alles okay? Hey, willst du nicht kommen und was essen? Ja, eine Sekunde. Oh, der Arm ist gut vernarbt. Halleluja. All meine Sachen sind klatschnass. Na, obwohl, ja, das Oberteil auch, würde ich sagen. Entschuldige. Schön auf den Hintern geguckt. Ja, ja, ja. Ich dachte mir, wird nie wieder warm. Ja. willst du jetzt was essen, oder? Ja? Ja, okay. Ja. Gott, ich hab nicht mal Hunger. Ja, ich auch nicht. Ist dir kalt hier? Komm her, komm her. Okay. So kann man sich natürlich auch wärmen. Wenn einem so kalt ist, man so durchgefroren ist. Ich weiß nicht, aber okay. Okay, die Vertrautheit kehrt zurück. Oh nee, Mr. Eifersüchtig. Das? Fernlenkbombe? Aha. Hallo. Nichts. Sehr gut. Ein neuer Fertigkeitspunkt. Wir sind zurück. Aha. Okay,
Okay, haben eine Nebenmission. Wir können dich auf jeden Fall jetzt clearen, weil wir ja reinkommen. Ich glaube, das würden wir dann auch mal machen. Aber erstmal Fertigkeitspunkt. Und hier wollten wir, glaube ich, bei Waffen. Was war denn das hier? Nein. Das hier. Keine Konzentration mehr verbrauchen, wenn ich schieße. Das ist gut. Also wenn ich nachlade. St. John, kommen. Hier spricht Corporal St. John. Was gibt's, Captain? Ich brauche Sie im Hauptquartier. Sofort. Treffpunkt Krankenstation. Hey, was machst du hier? Krankenstation. Was ist los? Es gab einen Vorfall. Ich bin unterwegs. Keep out. Was zum Teufel? Lieutenant Whittaker, hörst du mich? Verdammt. Sarah, kommen. Sarah? Verdammt. Komm, wir füllen alles auf. Du hast auf. Wohl ein Loch in deinem Portemonnaie, wie? Wieso? Weil du mich ausnimmst? Bitte sehr. Oh ja, hol alles aus dem Ding raus, was geht. So. Aber du hast Granaten. Okay, das ist schon besser. Okay, nee, Inventar voll, voll, voll. Okay. Das ist auch voll. Sehr schön. Ja, okay. So, das haben wir. Bis dann, Corporal. Corporal, schön dich zu sehen. Jawohl. Hey, Sergeant, du lebst ja immer noch, wie ich sehe. Okay, sehr gut. Na schön. Passt. Wackelt halt Corporal, Luft. Komm in einem Stück wieder, okay? Na, aber Deke, sowas von. Befehlshabender Corporal. Wie? Hey, Sarge. Hey. Wie geht's? Also meine Maschine ist dann automatisch hier, ne? Ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr so viel eingepackt. Wo sollen wir denn jetzt hin überhaupt? Was ist denn hier passiert? Ist der Colonel nicht mehr da? Ach, kein gutes Zeichen, wenn es einem Sitzen besser geht. Auf jeden Fall müssen wir... Los, los. Hey, was ist hier los? Captain? Dr. Jimenez wurde ermordet. Was? Dieser Scheißkerl. Oh, sein Gott. Hat ihm die Kehle aufgeschlitzt. Taylor? Hat Taylor was gesehen? Die Betäubungsmittel sind weg. Sag mir nicht Taylor, Taylor. Was. Meine Schuld, ich teilte ihn für die Krankenstation ein. Nein, 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 das meinte ich nicht. Ich meinte, Taylor ist ein Junkie. Sie wussten es? Es ist nicht wichtig. Nicht mehr. Okay. Das ist eine harte Nummer. Jetzt sehe ich es. Okay, noch eine Quest? Oder wie? Nee. Keine Ahnung. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir fahren jetzt erstmal zur Forschungseinrichtung hier. Und erledigen die ganzen Freaks. Dann haben wir die Lager, haben wir das erstmal auch fertig. Dann haben wir die Forschungseinrichtung, die wir noch holen. Da ist sie auch ready. Ich glaube, damit fahren wir ganz gut erstmal. Und danach gehen wir von da aus weiter zur Nebenmission. Das wäre so ein Move. Der Schlachtplan, den wir jetzt machen. Los, reißt euch zusammen! Los, los, los! Beweg deinen Arsch! Glaubst du, du kannst den Freaks davonlaufen? Nein! Ja. Was war das? Keine Ahnung, was das jetzt war. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Sprit. Kriegen wir Sprit? Ja, Tanke, an der Tanke kommen wir da. Halt mal. Ja doch, wir kommen an der Tanke vorbei. Mach auf, die Hütte. Danke. So. Captain Corey, kommen. Komm.
Captain Corey, kommen. Corporal St. John und Captain Corey. Hier spricht Corey. Hey, ich werde Taylor verfolgen. Es wurden bereits Patrouillen losgeschickt. Der Colonel ist außer sich. Ja, das glaube ich. Der Doc war ein guter. Captain Jimenez war der einzige Doktor hier. Okay, Taylor hat mal was davon gesagt, zur Skihütte raufzufahren. Ich werde mal nachsehen, ob er da ist. Geben Sie mir dann Bescheid. Und Corporal, der Colonel will Taylor lebendig. Das verstehe ich sogar. Verstanden. St. John Ende. Das kann ich sogar richtig gut nachvollziehen. Das kann ich richtig, richtig gut nachvollziehen. Denn... Corporal St. John, kommen Sie zum Diamond Lake Außenposten. Captain, ja, Sir. Colonel, mache Meldung. Corporal, ja. Captain Corey holt gerade den Gefangenen ab. Morgen kriegt er seinen fairen Prozess. Und dann wird er gehängt. Prozess? Natürlich. Jeder verdient einen fairen Prozess. Und dann einen Strick um den Hals. Bis zum Tod. Fairer Prozess. Na dann, gut. Mhm. Ich mache nur Meldung. St. John Ende. Die Waffe, ist sie stärker geworden? Ich hab das Gefühl. Corporal St. John, kommen. Es gibt Arbeit für Sie. Colonel, ja, Sir, ich bin sofort da. St. John Ende. Ich hab grad genug Arbeit. Jetzt mal ernsthaft. Punkt 1, erstmal die Freaks aus. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Bevor das alles passiert ist, haben alle nur gelacht, wenn man von einer globalen Verschwörung geredet hat. Jetzt lacht niemand mehr. Wir wissen, es war weltweit. Wir sahen es in Indien, Südamerika. Was wir nicht wussten, dass die trilaterale Kommission darin verwickelt ist. Ihr kennt die Typen. Eine nichtstaatliche Organisation, die, Zitat, die Kooperation zwischen Nordamerika, Westeuropa und Japan fördern will. Und gefördert haben sie. Sie haben die Orte ausgewählt, an denen es losging. Aber irgendwer hat Amerika betrogen. Und glaubt nicht, dass die Vereinten Nationen ungeschoren davonkommen. Sie haben Terroristenstaaten jahrelang ein Mitspracherecht gegeben. Vielleicht ist die UN ja immer noch aktiv. Ganz ohne uns. Und einer unserer ehemaligen Freunde hat einen Platz im Sicherheitsrat. Überleg mal. Nero hatte sicher die Hände im Spiel, aber... Das ist, er hat mich erwischt! Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Wer weiß, Corp, vielleicht hast du ja sogar mal recht. Aber wenn du wüsstest, an was die in Cloverdale arbeiten, direkt vor deiner scheiß Haustür, dann würdest du einen Herzinfarkt kriegen. Oh. Mörder und Diebe, alle miteinander. Und wie viele habt ihr heute schon umgebracht, hä? Das ist die Frage. Doch hier, oder? Wie jetzt gesagt, in dem Lager sind die. Okay, nicht ganz. Da sitzt jemand fest. Ich muss helfen. Ja. Hilfe! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Was gibt's? Es geht. Noch mehr? Hm.
So, wir können ja was Neues bauen, fällt mir gerade so ein. Hier. Airbags brauchen wir dafür. Okay. Interessant. Solltet jetzt, glaube ich, alle tot sein, wa? So. Hui. Guten Tag. Kann man dir helfen? Hey, hey, hey. Ist okay. Hey, hey, hier draußen ist es nicht sicher. Ich weiß, wo ein Camp ist. Camp? Wo? Wo? Zeig's mir. Ich geh hin. Ich hätte jetzt gesagt, Diamond Lake. Kriegen wir mehr Punkte? Ach, beim Diamond Lake ist ein Milizlager. Frag dort nach Corey. Ich war erledigt. Oh, das Scheiße. Okay. Echt. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Oh, Mann. Sag ihnen, es war Deacon. Deacon St. John. Halt den Kopf unten und dann lauf. Komm welche. Komm welche. Gut, Rückzug. Hab ich dich. Okay, das war doch, den hatten wir gehört, aber okay. Interessant. Okay, Airbags können wir jetzt also von den Autos einsammeln. Damit können wir dann diese anderen Bomben, Fernzünderbomben bauen. Gut zu wissen. Da, wo ein paar Autos stehen, können wir mal anhalten. Also jetzt hier nicht bei einem oder so, sondern da sollten schon ein paar mehr stehen. So, sag ich nicht, der ist schon wieder gefangen genommen worden. Aber interessiert mich jetzt eigentlich auch nicht wirklich. Den hier könnte man... Aha. Denn hier können wir mal kurz gucken, ob wir hier Airbags finden. Kein Airbag. Kein Airbag. Wir brauchen Airbags. Sonst. Weil hier ist schön viel Material. Weil die haben alle kein Airbag. Na gut, dann fahren wir weiter. So. Flaschen kann man, glaube ich, noch gebrauchen, ne? Ich glaube ja. Na, stimmt ja. Ich muss das infizierte Gebiet noch ausräuchern. Richtig. Amiga Lake. Nest. Müsste gleich um die Ecke sein. Richtig. Und wie hier drin, oh, da ist noch eins. Zeit für ein Feuerchen. Das hört sich aber auch wie eine Horde an. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Da hinten. Das erklärt zumindest einen Teil ein bisschen. Noch mehr Beute. Das erklärt zumindest ein bisschen. Okay, irgendwo hier drinnen. Das ist ein Teil einer Horde.
Haben die sich jetzt gegenseitig getötet? Oder? Weil da sind so viele Tote drin. Oder sind die jetzt einfach nur alle verbrannt? Das wäre geil. Frage ist, wo genau? Oh. Da war sogar ein Brecher dabei. Die krabbeln nach oben. Warum ist denn diese Horde am Tag unterwegs? Da hinten ist auf jeden Fall ein Nest. Aber wenn man nur diesen einen Weg hochkommt, wäre das ein Weg, den man eventuell verteidigen könnte gegen eine Horde. Ich rieche ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Ich rieche nicht nur ein Nest. Das Problem ist, die Nester sind ja das eine, die Horde ist was ganz anderes. Kommt nämlich wieder einiges an die Rand. Was man... Uiuiui. Wie spät haben wir es? Wie spät haben wir es? Nachmittags, das ist noch okay. Von der Zeit, okay. Sind da Brecher dabei? Zumindest sehen tue ich jetzt keinen. Das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Mission. So viel steht außer Frage. Das wird extrem interessant. Weil kommen die von hier nach oben? Wenn nicht, habe ich ein... Dass es nur diesen einen Eingang gibt. Hätte ich einen Vorteil gegen, also definitiv, einen definitiven Vorteil. Weil einen so einen Gang könnte ich eventuell mit einem MG plus... Oh, das war laut. Oder auch nicht. Na, wie ist das? Wie laut war das? Okay. Die Frage ist, wo sind jetzt noch Horden? Das wird jetzt gleich interessant. Okay. Gucken wir mal. Es hört sich auch an, als wenn die mehr wären. Und irgendwie sind die hochgekommen. Ich würde da auch gerne hochkommen. Aber wenn ich nicht hochkomme, weiß jetzt nicht, wie die da hochgekommen sind. Ich bräuchte also hier so ein Deckungsteil. Könnte man sie eventuell rauslocken. Ist, glaube ich, machbar. Ist, glaube ich, machbar. Das wäre auch noch eine Variante. Oh, die schlafen da alle? Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir rütten beim nächsten Mal die Horde aus. Schauen uns das mal dann näher an. Aber wir gehen erstmal zum Bike und werden das natürlich speichern, weil... Das sieht mehr als kein Deutsch mehr. Das sieht mehr als eine Horde aus. Also das sieht so aus, als wenn da mehr als eine Horde wären. Aber schauen wir mal. Alles klar. Dann danke fürs Zusehen und tschüss.